Dank, dass ihr bei dem Wetter hier seid. Vielen Dank, dass ihr auch an so einem Tag die Stimme der iranischen Menschen seid. Wir haben heute kurzes Programm und dann wollen wir loslaufen, damit wir nicht frieren, damit wir nicht noch nasser werden. Insofern vielen Dank dafür. Vielleicht noch mal ganz kurze Information. Wir haben mittlerweile über 500 Inhaftierte. Wir haben über 500 Tote, über 20.000 Inhaftierte. Es gibt mittlerweile eine aktualisierte Liste für Personen, die kurz vor der Hinrichtung stehen. Es sind 109 Menschen, die kurz vor der Hinrichtung stehen. Bitte schaut euch diese Listen an, bitte teilt ihre Namen. Wir müssen sie retten. Wir konnten letzte Woche Mohammad Mehdi Karami und Said Mohammad Husseini leider nicht retten. Sie wurden hingerichtet. Zwei junge Menschen, die hingerichtet wurden, weil sie sich für Xinjiang Azadi eingesetzt haben. Bitte, bitte, achtet auf ihren Namen. Aktuell sind die Familien jeden Tag von morgens bis abends vor den Gefängnissen. Sie schreien, dass ihre Kinder gerettet werden. Und wir müssen ihre Schreie in die Welt hinaustragen. Ansonsten vielleicht noch mal eine ganz wichtige Information. Die iranische Regierung hat diese Woche beschlossen, das Budget der Revolutionsgarde zu erhöhen, um noch mehr Geld in Militär zu investieren, um noch mehr ihre eigene Bevölkerung zu schikanieren, zu inhaftieren, zu töten. Und diese Revolutionsgarde steht im Übrigen immer noch nicht auf der Terrorliste. Das muss noch bald geschehen und da muss unsere Bundesregierung, die EU, unbedingt handeln, sofort. Und das müssen wir immer wieder fordern, bis es passiert. Ansonsten ist in Straßburg am 16. Januar eine Aktion geplant. Da soll es eine Großdemo geben. Und ich bitte euch alle, die die Möglichkeit haben, mitzufahren. Es gibt Busse, die organisiert werden. Es soll dort vor dem EU-Haus demonstriert werden, damit diese Revolutionsgarde endlich auf der Terrorliste steht. Ich bitte euch darum, euch dafür einzusetzen, auch nochmal darum, schreibt euren Abgeordneten, schreibt euren Politikern, dass genau das passiert und geht mit, wenn ihr die Möglichkeiten habt. England hat es vorgemacht, die Revolutionsgarde steht da auf der Terrorliste. Deutschland und die EU muss nachfolgen und zwar sofort, um diese Menschen zu retten und wir tragen ihre Stimmen aus. Am 13. September wurde Gina inhaftiert, das ist mittlerweile 5 Monate her. 5 Monate gehen die Menschen auf die Straßen. Baluchistan geht jeden Freitag auf die Straßen und wir müssen ihre Stimmen austragen. Insofern macht bitte genauso weiter bei Regen, bei Sommer, bei Winter. Wir müssen genauso weitermachen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Jetzt würde Ferdi noch mal was vorlesen. Dann haben wir noch 2 weitere Redner und dann geht es auch gleich los. خوش آمدید با وجود باران و سرما ولی ما میخواییم که همراه ملت ایران باشیم همینجور که الان دوستمون سرور اعلام کرد صحبت کرد که قرار شنبه 16 قراره که تقاضا گذاشته بشه و 4 شنبه در اتحادیه اروپا قرار هستش که تصمیم گیری بشه در رابطه با سپاه پاسداران ایران که به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته بشه یا نه در این رابطه ما یک نامه تهیه کردیم که این نامه رو الان به سازمان ها و گروه های مختلف فرستادیم و قراره که تا آنجایی که امکان پذیر هست امضاهای زیادی جمع بکنیم و این نامه رو دوشنبه به تمام نمایندگان اتحادیه اروپا نمایندگان دولت آلمان که در اتحادیه اروپا نشستن و به مطبوعات بفرستیم من گوشه هایی از این نامه رو که ما الان فرموله کردیم و میخوایم بفرستیم رو برای شما دوستان میخونم Liebe Freundinnen, herzlichen Dank, dass ihr alle hier seid. So wie Surur gerade angekündigt hat, es wird ja am Montag einen Antrag bei der Europäischen Union gestellt, damit die Revolutionsgarde als terroristische Organisation anerkannt wird. Das wird am Mittwoch, sozusagen am 18. Januar, soll das auch entschieden werden über diese Organisation. Und somit haben wir eine Initiative gestartet, haben wir ein Schreiben aufgestellt, wo wir auch unsere Forderungen stellen, dass es diese Revolutionsgarde sozusagen als terroristische Organisation anerkannt wird. Wir haben bis jetzt 18 bis 20 UnterstützerInnen gefunden und dieses Schreiben wird am Montag an das Europäische Parlament, an den Abgeordneten und bundesweit an den deutschen Abgeordneten wird das geschickt und anschließend auch an die Presse wird das geschickt. Ich werde Teil dieses Schreibens, was wir vorbereitet haben, so ganz kurz lesen, vorlesen, was wir da, was unser Schreiben beinhaltet. Vielen Dank. So, ich versuche ohne Brille, weil meine Brille ist total nass. Hoffentlich klappt es. So.
Tagtäglich sterben Menschen. Mehr als 500 Menschen, darunter 70 Kinder, wurden brutal auf den Straßen im Iran ermordet. Es wurden bislang fast 20.000 Menschen inhaftiert. In den Gefängnissen wird gefoltert und es gibt massenhaft Vergewaltigungen. Es wurden bereits 4 junge Menschen offiziell und öffentlich hingerichtet und mindestens weitere 109 stehen auf der Todesliste. Die in den nächsten Tagen zu befürchten ist, dass die dann auch hingerichtet werden. Es werden Menschen verschwinden über Monate und werden dann, wenn sie den Qualen, den Folter erlegen sind, einfach weggeworfen. Wir fragen das Europäische Parlament, was muss jetzt noch seitens der Deutschen oder der europäischen Politik noch analysiert und geprüft werden, bevor den Worten endlich Taten. Wieso soll der Weg für einen Dialog mit einem Land offen gehalten werden, in dem Staatsterrorismus herrscht? Wann sind endlich die iranischen Botschafter nicht nur wann werden die nicht endlich einbestellt, sondern auch die Zusammenarbeit auf das Mindeste reduziert? Was hält die Politik davon ab, die Revolutionsgarde endlich auf die Terrorliste zu setzen? Vielen Dank, das war ein Teil unserem Schreiben, wie gesagt, die wir deshalb am Montag wegschicken. Vielen Dank. Jetzt meine Kollegin Peymann möchte dann zu den Hinrichtungen ein paar Sätze sagen. دوستان عزیز سلام. در جریان اخبار انقلاب ایران هستید، بنابراین فقط من یک نکته رو تو این فرصت کوتاه میگم و اون در مورد اعدام هاست. جمهوری اعدامی بازی کثیفی رو در مورد اعدام ها داره اجرا میکنه، یعنی از یک طرف چند تا حکم محدود اعدام رو اعلام میکنه و بعد افکار عمومی رو چندین روز با این موضوع سرگرم میکنه که آیا اینا زندانیان اعدام میشن یا نمیشن، و بعد همزمان با اون ده ها نفر از زندانیان گمنام رو اعدام میکنه. به عنوان مثال سازمان حقوق بشری هنگاو اعلام کرد به تازگی که در عرض 12 روز 10 زندانی کرد اعدام شدن. گزارش های دیگری هست از بلوچستان و مناطق دیگر ایران که ده ها نفر تا به حال اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران هم اعلام کرده که همین الان 109 نفر در لیست زندانیانی هستند که در خطر اعدام هست، حکم اعدام براشون تعیین شده. بیش از همه زندانیان گمنام در خطرن، کسایی که اسمشون در هیچ رسانه ای نیست، هیچ کس نمیشناستشون، و به همین دلیل فوق العاده مهمه که ما در مورد وضعیت زندانیان سیاسی و در مورد اعدام‌های پنهانی جمهوری اعدامی تبلیغ بکنیم و خبررسانی بکنیم، به هر شکلی که میتونیم در این مورد خبررسانی کنیم. پس توجهتون ممنون. Das sollte ich ganz kurz auch auf Deutsch sagen, liebe Freundinnen und Freunde. Die Islamische Republik macht ein dreckiges Spiel mit Hinrichtungen. Auf der einen Seite kündigen sie ein paar wenige Fälle an und sagen tagelang und diskutieren, ob sie dann die Leute hinrichten oder nicht. Auf der anderen Seite richten sie Dutzende von wenig bekannten Gefangenen, iranischen Gefangenen, richten sie Dutzende von iranischen Gefangenen hin, insgeheim. Zum Beispiel gibt es Berichte, dass zurzeit 110 Leute auf der Hinrichtungsliste stehen. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass wir darüber berichten, dass die Islamische Republik jetzt heimlich politische Flüchtlinge, politische Gefangene im Iran hinrichtet. Dankeschön. Vielleicht nochmal zu erwähnen, er hatte nochmal zwei Zahlen genannt.
Es wurden allein in den ersten zwei Wochen 12 Kurden im Iran hingerichtet und 10 Balutschen. Und das sind nur die Zahlen, die bekannt sind. Insofern gibt es viele Hinrichtungen, von denen wir nichts mitbekommen. Abseits von den Protesten, aber das sind ebenfalls Menschen, die sich für die Freiheit einsetzen und dafür mit ihrem Leben bezahlen. Genau, ansonsten haben wir jetzt nochmal Sosha, die gerne ein paar Worte an euch richten möchte. Danke, dass ihr alle hier seid, trotz Regen, trotz schlechtem Wetter. Danke, das gibt auch mir persönlich Kraft. Erstmal großes Dankeschön an euch. Du hast es gerade angekündigt, das Thema Hinrichtung. Das Thema Hinrichtung beschäftigt uns spätestens seit Mohsen Chekhori und es nimmt leider auch kein Ende. Letzten Montag hatten wir den Fall von Mohammed Robertlou und Mohammed Rohrani, die zum Tode verurteilt wurden und in Einzelhaft verlegt wurden. Sie sollten hingerichtet werden. Die Menschen im Iran haben das mitbekommen. Sie sind vor das Rajai-Gefängnis gefahren und haben lautstark protestiert. Sie haben ihre Stimme erhoben, sie waren laut. Es gab Staus, die Menschen sind in Massen dahin gefahren. Das Regime hat Angst bekommen. Die haben Straßenblockaden aufgestellt. Die haben die Straßen gesperrt, weil sie Angst hatten vor den Protestierenden. Die Antwort des Regimes auf die Protestierenden, die gesagt haben, nein, wir lassen nicht nochmal zwei weitere unschuldige junge Männer hinrichten, war, sie haben mit scharfer Munition in der Gegend des Gefängnisses geschossen, um die Menschen fernzuhalten. Die Menschen waren trotzdem da, sie waren trotzdem laut. Es gab riesige Proteste. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Die Menschen sind leider noch nicht aus der Schwebe. Das Todesurteil von Mohammed Rohrani wurde zunächst einmal revidiert. Mohammed Robertlou ist leider noch nicht außerhalb der Gefahrenzone. Und man muss einfach sagen, wenn sie Todesurteile revidieren, ist es nichts Langfristiges. Wir können zunächst sagen, hey, immerhin eine Person, die nicht in unmittelbarer Gefahr schwebt, hingerichtet zu werden. Aber wir müssen weiter laut sein. Und das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, zu Sachen, die wir hier machen können und vor allen Dingen Politikerinnen und Politiker, die in Deutschland sind, unabhängig davon, dass wir darauf bestehen, dass unsere Forderungen durchgesetzt werden. Zum einen, dass die Revolutionsgarde eine Terrororganisation ist und dass sie als Terrororganisation gelistet werden muss und dass wir unseren Handel mit diesen Terroristen einschränken müssen. Aber es gibt noch weitere Sachen, die Politikerinnen und Politiker machen können. Und das sind unter anderem politische Partnerschaften. Das heißt, man übernimmt die Verantwortung für einen Inhaftierten, eine Inhaftierte im Iran und ist laut für diese Person. Man schafft mediale Präsenz für diese Person und man schafft natürlich auch politischen Druck. Man schreibt den Botschafter, man schreibt den Präsidenten, man wird laut, man ist die Stimme dieser Person. Man zeigt, wir schauen hin, man baut Druck auf. Und es ist ein Mittel, das funktioniert. Seit 2011 ist die IGFM, die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, aktiv mit politischen Partnerschaften im Iran. Und was man von ihnen hört, ist, das ist ein sehr, sehr wirksames Mittel. Und ich freue mich sehr, dass Severine Jean hier ist. Sie hat nämlich eine politische Partnerschaft übernommen für Hamide Zerahi. Und dazu wird sie jetzt ein, zwei Sätze sagen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Bitte ein bisschen hinten dran in die Stufe. Hinten? So? Ah, okay, super. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, seit September 2022 treffen wir uns jeden Samstag, um gegen diese Diktatur im Iran zu kämpfen. Egal welches Wetter, Kälte, Schnee, Regen, wir sind einfach da, bleiben hier und kämpfen. Das freut mich sehr, euch alle heute zu sehen. Seit Anfang der Revolution, die Zahlen haben wir schon gehört, aber ich möchte die wieder sagen, sind mehr als 500 Menschen um Leben gekommen, unter ihnen 70 Kinder und Jugendliche. 70 Kinder und Jugendliche. Mehr als 20.000 Demonstrantinnen und Demonstranten seien verhaftet worden. Mit der unmenschlichen Behandlung ihrer politischen Gefangenen verletzt Iran in hohem Maße die von ihr ratifizierten UNO-Menschenrechtscharta. Deutschland und die EU müssen die Sanktionen gegen den Iran verschärfen. Wir als SPD Hannover sind wegen der Menschenrechtsverletzung, der psychischen und physischen Folter sowie der Hinrichtung von Menschen im Iran zutiefst besorgt. Wir fordern die sofortige Abschaffung der Todesstrafe im Iran. Das Schicksal der Menschen im Iran beschäftigt mich sehr.
Deswegen habe ich mich entschieden, eine politische Partnerschaft für eine Gefangene anzutreten. Meine Patin heißt Hamide Zerey, ist Masterstudentin an der Uni Teheran. Sie wurde am 3. November bei der Zeremonie zum 40. Todestag von Hadis Najafi verhaftet. Sie befindet sich derzeit im Kaschaui-Gefängnis in Karai. Ihr wurde das Recht auf einen selbstgewählten Rechtsbeistand verweigert. Hamidei und 14 weitere inhaftierten Frauen sind am 3.1. in der Hungerstreik getreten. Und ich habe vor wenigen Minuten erfahren, dass sie und einigen anderen Frauen gezwungen wurden, aus dem Hungerstreik zu treten, weil sie anscheinend von einer Abschiebung in ein weit entferntes Gefängnis bedroht waren, also ganz weit auch von ihrer Familie. Hamides Gesundheitszustand ist aufgrund schwerer Vorerkrankungen sehr besorgniserregend. Ich fordere eine medizinische adäquate Versorgung für Hamides Zerai und ihre sofortige Freilassung. Die SPD Hannover steht an der Seite der Menschen im Iran, die jeden Tag um ihre Freiheit kämpfen. Iran will Kopftuchpflicht noch strenger durchsetzen. Verstöße gegen die Kopftuchpflicht sollen strikt bestraft werden. Frauen drohen das Exil oder ein Berufsverbot. Deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch zusammen zeigen, dass wir zusammenhalten und gegen dieses Regime kämpfen, meine Damen und Herren. Auch hier in Hannover zeigen Frauen, wie mutig sie sind. Hannover vor Iran ist das beste Beispiel. Was Frauen tagtäglich leisten, ist unglaublich. Ihr habt meinen großen Respekt. Ein Applaus auf jeden Fall für eure Arbeit. Danke sehr. Ich appelliere alle demokratischen Kräfte in der Landeshauptstadt auf Partnerschaften für Inhaftierte zu übernehmen, um den Druck auf dem Regime in Teheran zu erhöhen. Und zu Ende meiner Rede möchte ich einen persischen Dichter, Nezami, es tut mir leid, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, zitieren. Jede dunkle Nacht hat ein helles Ende. Jin Jan Azadi! Jin Jan Azadi! Frauen, Leben, Freiheit! Frauen, Leben, Freiheit! Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke für deine tollen Worte. Danke vor allem für deine Unterstützung. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Dann möchte ich mich aber auch gerne bei unseren anderen Bündnispartnern bedanken. Forum, jetzt muss ich es richtig sagen, der iranischen Sozialisten und Demokraten in Hannover, Karga, Omas gegen Rechts und die LGBTQ-Gemeinde, Radio Flora, vielen Dank dafür, dass ihr seit 5 Monaten diese Aktion unterstützt, dass ihr jeden immer mit uns an unserer Seite steht. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich und ich glaube, sie haben auch einen Riesenapplaus verdient. Und wenn wir schon von Bündnispartnern sprechen, wir haben hier auch eine kurze Rede von Omas gegen Rechts. Die würden auch gerne ein paar Worte an euch richten. Und danach beginnt auch schon unser Demozug. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, seit genau 4 Jahren gehen wir Omas gegen Recht in Hannover auf die Straße. Gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Ausgrenzung. Für Menschenrechte, für Demokratie. Und nun seit 4 Monaten für die Menschenrechte im Iran. Und für die mutigen Menschen, die für diese Rechte kämpfen und dafür ihr Leben riskieren und ihr Leben opfern. Ich werde oft gefragt, was diese Demos hier überhaupt bringen. Ich bin überzeugt, Bilder,
und Berichterstattung weltweiter Demos sind wirkmächtig, auch für die Machthaber im Iran. Die Kriegsberichterstatterin Düsen Tekal meint sogar, dass sie ein Terrorregime zum Einsturz bringen können. Die weltweite Solidarität und Aufmerksamkeit ist aber auch wichtig für die Menschen im Iran, damit sie nicht allein die Last von 43 Jahren islamischer Theokratie tragen müssen. So meint es eine Exil-Iranerin in einem Zeitungsinterview in Berlin. Denn wenn man den Menschen dort hilft, meint sie, wird sich die Situation auch in anderen Ländern im Mittleren Osten verschlechtern. In Afghanistan haben die Taliban im Dezember die Universitäten für Frauen gesperrt. Das ist eine klare Menschenrechtsverletzung. Und deshalb stehen wir hier in Hannover und weltweit, um den mutigen Frauen und Männern im Iran eine Stimme zu geben und Bilder und um sie zu ermutigen. Aber es muss noch mehr geschehen. Wir können nicht den Job der PolitikerInnen erledigen. Es wurde vorhin schon häufiger gesagt, und auch wir fordern von unserer Regierung und von der EU schärfere Sanktionen, die den Nachdruck verleihen. Wir fordern von der EU, Sanktionsgarde auf die EU-Terrorliste zu setzen. Bis jetzt wurden nur Sanktionen gegen eine Organisation und 20 einzelne Personen verhängt. Unter anderem Kommandeure der Revolutionsgarde. Aber Sanktionen gegen Einzelpersonen bringen nichts. Die Einstufung als Terrororganisation würde bedeuten, dass 190.000 Mitglieder ihr Vermögen im Ausland, dass es eingefroren wird und dass ihre Visa-Anträge abgelehnt würden. Annalena Baerbock erwägt dies mittlerweile endlich und prüft die rechtlichen Möglichkeiten. Die Revolutionsgarden sitzen im Parlament und führen staatliche Großkonzerne. Sie sind die Regime-Elite. Eine Einstufung als Terrororganisation wäre eine wichtige symbolische Reaktion auf die Hinrichtung Unschuldiger und würde das Regime auch finanziell stark treffen. Bei Kampak könnt ihr eine Petition dazu unterschreiben. Und noch etwas, das uns sehr wichtig ist. Wir stehen hier, weil wir es können, weil wir in einer Demokratie leben. Lasst uns nicht vergessen, dass auch Demokratien verletzbar sind und dass man sie schützen muss. Das hat uns im Dezember die Razzia gegen Reichsbürger gezeigt. Mit Waffen ausgerüstete Menschen, darunter auch Ex-Soldaten und Polizisten, haben hier in Deutschland einen Umsturz geplant. Sie wollen die Demokratie abschaffen. Wir müssen wachsam sein, auch hier. Die menschenfeindliche AfD muss nicht nur beobachtet werden, sondern weiterhin gegen sie und gegen alle Demokratiefeinde vorgegangen werden. Wir müssen uns auch auf der Straße dagegen stellen, wo immer sie sich zeigen. Zum Beispiel in einem Theater in Hannover mit dem Namen Leibniz Theater, wo sich regelmäßig Reichsbürger treffen. Auch dagegen müssen wir etwas tun. Wir setzen uns ein für Menschenrechte und eine freie Gesellschaft, hier und im Iran. Heute sind wir auf der Straße, mit dem Herzen bei unseren Schwestern und Brüdern im Iran. Mit Trauer und Schmerz, mit Solidarität und mit Hoffnung. Galbam bo shomast. Frau, Leben, Freiheit! Frau, Leben, Freiheit! Jan, Jan, Asadin! Jan, Jan, Asadin! Danke. Vielen, vielen Dank, Oma gegen Rechts. Jetzt beginnt unser Demomarsch. Ich bitte euch alle, laut zu sein. Die Menschen in Hannover sollen uns hören. Sie sollen sehen, worum es uns geht. Wir machen es wie immer. Auto fährt vor, wir hinterher. Wir schreien die Parolen, ihr seid lauter als wir und wir ziehen mit und kommen wieder hierher und versammeln uns hier wieder vor Ort. Hey, Mühlen, Freiheit!
Yeah.
Sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass wir
machen. Ihre Staatsfälle zählen wir nicht. Sie haben Waffen und Professoren, die viel Geld bekommen und zu allem bereit sind. Ja, wozu denn? Müssen Sie denn die Wahrheit so fürchten? Wie sie verschwinden und was wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Dass ihnen das alles nichts mehr nützt. Sie haben Tanks und Kanonen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr mitgelaufen seid, dass ihr mitgeschrien habt. Ich habe euch alle gesehen. Ich wollte nur mal ganz kurz ankündigen, wir haben letzte Woche 405 Euro Spenden gesammelt. Vielen Dank dafür, vielen Dank, dass ihr uns wöchentlich unterstützt. Und genau, vielen Dank, denn gerade durch diese Spendenaktion sind diese Aktionen hier überhaupt möglich. Insofern ist es eine gemeinsame Aktion dafür. Danke euch. Es geht auch schon wieder los mit dem Reden. Insofern halte ich mich kurz. Ich bedanke mich ganz herzlich an unsere Redner, an unsere Bündnispartner, an euch alle, dass ihr jede Woche kommt. Wir sind auch nächste Woche Samstag wieder um 12.30 Uhr. Seid weiterhin laut. Wie gesagt, macht Druck auf die Politik im Social-Media-Bereich. Macht alles, was ihr könnt für die Menschen im Iran, für die Kinder im Iran, für die jungen Menschen im Iran, denn sie brauchen uns. Vielen Dank, bis nächste Woche und noch einen schönen Tag.